so haben wir Pete Doherty noch in Erinnerung. Als schlaksiger Musiker mit dunklen Haaren feierte er Erfolge. In den 2000ern kam er sogar mit Supermodel Kate Moss zusammen. Die beiden trennten sich jedoch. Wenn man diese Bilder mit Pete Doherty heute vergleicht, könnte man kaum glauben, dass es dieselbe Person ist. Der The Libertines Frontmann ist heute deutlich fülliger geworden. Auch seine Haare sind inzwischen ergraut. Petes äußerliche Veränderung hat sicher auch mit einer besonderen Leistung zu tun, die der Musiker zuletzt geschafft hat. Wie der Sänger nämlich gegenüber NME verriet, ist er seit Ende 2019 clean. Davor hatte Doherty immer wieder mit Drogenproblemen zu kämpfen, wurde mehrfach verhaftet und musste sogar ins Gefängnis. Immer wieder versuchte er clean zu werden, doch nach seinen Entzügen fiel er schnell zurück in alte Muster. Jetzt kann Pete Doherty wirklich stolz sein, schon so lange die Finger von den Drogen gelassen zu haben. Und da ist es auch egal, wie Pete inzwischen aussieht und wie viel er zugenommen hat. Dass er sich heute besser fühlt und gesund ist, ist die Hauptsache.